Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid bei mir. Ich habe mich hier heute ganz gemütlich gemacht, damit wir heute eine neue Folge fürs Dates-Schau kennen. Wir schnacken Fackeln nicht lang um den heißen Brei. Ihr kennt das Prozedere. Bevor es losgeht, RTL Plus auschecken. Link ist in der Beschreibung. Dort findet ihr alle Folgen, alles Trash-TV, alles, was ihr wollt. Und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Cedric. Ich mache sehr viel im Internet, sehr viel. Und darunter auch im Podcast. Und der kommt sehr toll bei euch an. Und das ist wirklich mega. Aber wir wollen mehr Zuhörer haben als gemischtes Hack. Deshalb hört gerne rein. Natürlich war das ein Spaß mit dem gemischtes Hack und den Zuhörern. Wir würden uns schon freuen, wenn es da übel abgeht, Leute. Deshalb, ja, nutze ich meine Plattform hier und die Leute, die mich mögen, denen Bescheid zu sagen, dass ihr da auch gerne reinhören könnt auf dem Weg zur Arbeit oder wenn ihr euch ein warmes Bad einlasst oder zum Einschlafen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Date, ohne groß reden. Ah, ich muss mir noch einen Tee machen, Alter. Krasser Song. Ey, wer ist das denn? Ja, ich bin Marius, bin 23 Jahre alt. Ich bin 22, ne? Kinderkrankenpfleger in der Ausbildung. Marius, hör mal. Hallo. Hallo. Erschrocken? Ja. Nicht mit Absicht. Ich bin hier noch gerade voll im Musikmodus, ja. Marius. Ja, genau. Das ist ein cooler Typ. Dankeschön. Der Mari. Das ist ein guter Mix, finde ich. Ja, ja, ne? Ja, das ist jetzt lässig, modern und trotzdem durch das Hemd eine gewisse Eleganz. Ja, finde ich auch. Und die Brille. Der hat starke Zähne, der Bruder, ne? Also ich gucke die ganze Zeit nur auf seine Zähne, Digga. Der hat starke Zähne, Mann. Dich ist sowieso immer schon etwas schlauer. Schlauer und etwas Seriosität, ja? Oder? Ja, finde ich auch. Gut. Hoffen wir mal, dass Marcel das genauso sieht. Mein Beuteschema. Ja, also am attraktivsten finde ich natürlich blond. Muss aber nicht. Ich finde auch Brünette sehr attraktiv. Letztendlich am wichtigsten ist es mir gepflegtes Erscheinungsbild. Eine Isabelle. Eine Isabelle, schöner, ja. Name. Eine Isa. Starke Stimme hast du. Ja, danke schön. Viele sagen immer, die wäre ein bisschen, also ich finde die selber so ein bisschen zu hoch, aber. Nee, sie ist nicht, sie ist laut. Also du musst mal aufpassen, du sprichst. Ja. Hör mal her. Ja. Du hörst nichts mehr. Nee, also das habe ich leider von meiner Mom. Ja? Leider Gottes. Wenn ich eine Mom habe mit so einer Stimme, möchte ich nicht geschimpft werden. Geh mal in die Bar. Ja, sehr gerne. Hallo. Hi, grüß dich, hallo. Jetzt kommt sein Date. Let's go. Mein Name ist Isabel und ich bin 20 Jahre alt und komme aus Frankenthal. Das liegt auch in der Krankenschwester? Wunderschönen Pfalz. Diese jungen Leute, ne, die da immer hingehen. Leute, geht doch einfach aus. Geht doch einfach aus, freitags und samstags mit euren Freunden und dann lernt ihr auch andere Typen und Mädels kennen. Aber gut, ich habe mich jetzt auch beworben, ne? So ist nicht. Das wäre krass, stellt euch mal vor. For real. Ich will ja eigentlich 2024 jetzt nicht unbedingt in einer Beziehung sein, ne? Also jetzt nicht unbedingt. Schauen wir mal, was wird. Aber stellt euch mal vor, ich lerne da meine Traumfrau kennen und wir haben es festgehalten bei First Dates und in meiner YouTube-Reaction. Und dann bin ich tatsächlich irgendwie mit der zusammen oder so. Das wäre natürlich wild. Hallo. Ich habe ein Date. Ja, genau. Als allererstes habe ich gedacht, wow, sympathische Ausstrahlung und kann nur ein gemütlicher und entspannter Abend werden. Da hast du schon hingeschaut zu deinem Date. Hallo. So, hi. Ja, wenn du magst. Sehr gerne. Du kannst jetzt aussuchen, ob lieber bei mir bleibst oder lieber zu ihm gehst. Ich glaube. Er hat mich schon sehr vom Hocker gehauen. Oh. Genau, alles richtig gemacht. Hi. Marius. Isabel. Oh Gott, hi. Ich bin so nervös. Ach, alles gut. Mir super du mich. Setz dich. Vielen Dank. Das fand ich sehr
Gentleman-like und sowas mag ich auch unheimlich gerne. Wo kommst du her? Aus Frankenthal. Frankenthal? Das wird dir wahrscheinlich nichts sagen. Ludwigshafen. Ludwigshafen, ja, das sagt mir schon eher was. Rheinland-Pfalz mäßig. Und du? Koblenz. Koblenz, ah. Ja, genau. Ludwigshafen und Koblenz ist doch nah beieinander, oder bin ich blöd? Ich muss jetzt einmal kurz hier gegenchecken. Warte, was hat er gesagt? Koblenz? Ach, das liegt doch nicht nah beieinander. Ich habe gerade an Konstanz gedacht. Ludwigshafen und Konstanz liegt nah beieinander, oder bin ich blöd? Digga, ich bin komplett falsch. Konstanz ist hier unten. Und dann liegt Koblenz wahrscheinlich doch noch was näher. 2 Stunden. 1,5 Stunden Fahrt. Geht doch fit. Also kann man noch machen. Also gut, ne? Also wenn das, also das passt doch. Koblenz, ah. Ja, genau. Das sagt mir was. Ja, gut, sehr gut. Ich finde seine Brille mega cool. Liegt vielleicht auch daran, dass es mich ein bisschen an Harry Potter erinnert und ich Harry Potter ja total toll finde. Wie alt bist du? 22. Und du? 20. Ah, okay. Ja, sehr schön. Beruflich studieren? Ich mache eine Ausbildung zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Koblenz. Nein, wirklich? Ja, und du? Ich bin auch Gesundheits-, also zur Pflegefachfrau quasi. Das ist ja jetzt der neue Begriff. Krass, ja, genau, richtig. Ja. Er macht den gleichen Job quasi wie ich. Das ist natürlich süß, ne? Wenn's was wird, können sie zusammenziehen und im gleichen Krankenhaus zusammen ihre Nachtschicht machen. Prost auf unsere erste Gemeinsamkeit. Ja, Prost auf einen schönen Abend. Auch das, natürlich. Die sind süß zusammen. Vibet auch ein bisschen so. Und sonst, was machst du in deiner Freizeit gerne? Ja, ich muss ehrlich sagen, also seit der Ausbildung bin ich in den Sport übergegangen. So ein bisschen Krafttraining. Man sieht das, ne? Er hat übel das definierte Face, Alter. Genau da will ich hin eigentlich, dass mein Dings hier so... Aber ohne OPs, ohne Spritzen oder so. Check dir. Aber dafür muss man halt Sport machen, ne? Aber ich muss sagen, guck mal, wir haben heute Tag 11 des neuen Jahres und ich war 7 Mal schon beim Sport. Also ich habe 7 Tage von 11 Tagen Sport gemacht. Das ist schon eine gute Leistung, oder nicht? Mal gucken. Vielleicht bin ich bald Adonis. Angefangen. Und wie oft macht er so die Woche Sport? Ich bin dann eher so derjenige, der dann so spät abends trainieren geht. Nee, also abends bin ich wirklich eher weniger motiviert. Ich stehe dann lieber um 7 auf. 7 Uhr, da bin ich noch so im Schlafmodus drin. Ach so, also kein Frühaufsteher. Nee, keine Frühaufsteher. Aber wie ich dann rausgehe, gehst du auch ins Fitnessstudio, ne? Ja, auch, genau. Ja. Und auch sehr gern joggen oder wandern. Mach ich auch. Also im Kalten. Wandern? Wandern zum gemeinsam Tisch. Zum Tisch? Ja, gerne. Sehr gerne. Machen. Schnallt eure Rucksäcke an. Die Rucksäcke. Viel Spaß. Auf geht's. Dankeschön. Rucksäcke haben wir jetzt leider nicht dabei. Spannend, einfach mal eine Person gegenüber zu sitzen, die man vorher noch nie gesehen hat, noch nie kannte, einfach mal ein Blind Date mitzuerleben. Sehr zuvorkommend und damit hat er auf jeden Fall sehr gepunktet. Aufmerksam, der Bre. So, was trainierst du denn? Ich glaube, ich probiere mal Kabeljau. Aber lass dich nicht unter Druck setzen. Du hast noch Zeit. Was ist denn Pulp? Das sagt mir jetzt irgendwas. Stehe ich gerade auf dem Schlauch, oder? Muss mal den Roland fragen. Der weiß es bestimmt. Wenn das nicht weiß, dann... Also, ich lege mich jetzt schon mal fest. Ihr passt hundertprozentig zusammen. Ja? Oh, er macht den Cringe. Ich war überrascht, dass er das gesagt hat nach 2 Minuten, wo wir uns gesehen haben. Aber das besteht also. Roland macht einfach den Cringe auf unangenehm, ne? Den unangenehm. Ich so ein bisschen mein Gefühl, dass er mich ja doch schon ein bisschen geflasht hat. Also, wir haben alles richtig gemacht. Ja. Falls das einer von euch anders sieht, sieht er es falsch. Ja, okay. Ich habe mich natürlich gefreut, als Roland das gesagt hat, weil er sagt das ja nicht ohne Grund. Ich bin gespannt. Was ist nochmal Pulpo? Oktopus. Der mit den Tentakeln, mit den schönen Noppen. Aber sehr lecker. Magst du den? Nee. Aber ich weiß jetzt auch, was ich nehme. Ich hätte gern den Secreto. Secreto vom Schwein, ja? Ach so, ja, schon ganz vergessen. Kabeljau hätte ich gerne noch. Okay, gut. Dankeschön. Ja, ich bin, also wenn ich aufgeregt bin, dann kann ich wirklich schwierig was essen. Ja, ich glaube, so geht's aber jedem, aber alles. Das ist bei mir Ey, Fokus, wo bist du? Das ist bei mir tatsächlich gar nicht so, dass, also glaube ich,
dass wenn ich aufgeregt bin oder wenn ich traurig bin oder wenn irgendwas ist, dass sich mein Essverhalten ändert. Das ist, da bin ich sehr dankbar auch für, dass ich einfach immer essen kann, egal wie, was, wo, was für eine Situation ist. Ist mir scheißegal, ich kann die ganze Zeit essen, Junge. Da wird gegessen, so viel geht und dann höre ich wieder auf. Okay. Ich muss aber nicht aufgeregt sein. Alles gut, siehst gut aus. Alles vielen super. Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Bei dir so ein bisschen die Nervosität zu nehmen in die Fotobox? Oh ja, sehr gerne. Ja, das gerne? Können wir liebend gerne machen. Super. Ab in die Fotobox mit euch. Auf jeden Fall einmal rüber. Lust drauf. Ich fand es super, dass er das vorgeschlagen hat mit der Fotobox. Mir war es einfach wichtig, früher in die Fotobox zu gehen, weil es auch nochmal so ein Moment ist, wo die Nervosität ein bisschen auf den Boden geht, man entspannter ist. Weil sie ein bisschen ist. Anfassen ich kann. Ich würde vorschlagen, einmal ohne Verkleidung, einmal mit. Okay, okay. Auf welcher Seite du dich wohler fühlst. Gott, sind diese Sitze tief? Ja, ich helfe dir gleich gerne wieder hoch. Vielen Dank. Gerne. Darf ich dich umarmen? Okay. Also in den ja, Arm nehmen, ja? Sehr gerne. Super. Süß. Mir war das einfach wichtig, jetzt keine Distanz aufzubauen, sondern ein bisschen mehr Körpernähe. Der Bre ist richtig Philosoph, Alter. Dem kann man so sein Leben anvertrauen. Der weiß einfach, wie die Steps funktionieren. So. Der weiß, man kommt an den Tisch, man zieht den Stuhl zurück. Sie sagt, das ist tief zum Sitzen, sagt er, ich kann dir wieder hochhelfen. Er weiß, sie ist aufgeregt, dann bringt's vielleicht was, wenn er sie in den Arm nimmt. Er fragt ganz lieb. Also der Junge ist auf jeden Fall hier, der hat diese Dating-Knigge auf jeden Fall absolviert, sagen wir mal so. Zu haben. Eigentlich bin ich nicht so der Mensch, der direkt auf totalen Körperkontakt beharrt. Aber bei ihm war es so, er hat mir so ein sicheres Gefühl gegeben, dass es sich bei ihm einfach schön angefühlt hat. Och Maus. Ich bin gerade so ein bisschen geflasht. Echt? Okay. Dass du, also... Erstens, dass du den gleichen Beruf hast, ja. Also so in die Richtung, das dass wir verrückt, ne? So viel gemeinsam ich nicht haben. Gedacht. Ja, das war wirklich total interessant. Man hatte viele Gemeinsamkeiten charakterlich. Es war einfach total spannend. Bist du sehr empathisch? Also kannst du dich sehr gut in andere reinversetzen oder hast du doch manchmal noch Schwierigkeiten? Er kann sich sehr gut in andere reinversetzen, würde ich sagen. Also das, was man jetzt so in der kurzen Zeit gesehen hat, würde ich sagen, er hat ein gutes Feingefühl für sowas. Eitner. Lustigerweise ist das wirklich so, dass mir Leute dann oftmals irgendwas sagen und ich hab's schon geahnt. Ne? Ja. Das ist wirklich lustig. Von daher ja, glaube ich schon, dass ich... schon sehr ein sehr empathischer Mensch bin, wenn man das so sagen kann. Ich weiß es gerade gar nicht. Doch, geht. ja, doch, würde ich schon behaupten. Aber ich finde, das ist wichtig. Also bist du auch, hast du auch so ein Gespür für andere Menschen, dich in sie hineinzuversetzen? Eine gewisse Empathie oder hast du dann noch eher dann nicht, also ich meine, du wirst es ja dann lernen im Laufe der Ausbildung. Ich habe sehr viel Empathie. Mhm. Muss aber dazu sagen, also in meinem Job bringe ich meinen Patienten und jedem, dem es braucht, sehr viel Empathie auch entgegen. Aber gerade so, was auf Beziehungsebene zum Beispiel angeht, da das leider sehr ausgenutzt wurde, meine Empathie und ich bin ein sehr gutherziger Mensch. Okay. Und da bin ich dann vorsichtig. Ja, ich denke, wir sind beide sehr starke Charakter. Vom Typ her, wir wissen ganz genau, was wir wollen, was wir nicht wollen. Gerade auch sie durch ihre letzten Beziehungen hat sie das ja auch ganz klar kommuniziert, dass sie da schon sehr viel mitgemacht hat und genau weiß, was sie möchte und was sie nicht mehr braucht. Das ist bei mir nicht anders. Ja gut, ne? Haben sie das auf jeden Fall schon mal geklärt. Finde ich auch gut. Ich muss auch sagen, Leute, die gutherzig sind, haben es sehr oft ein bisschen schwerer. Ich zähle da auch ein bisschen drunter, weil die meinen es immer gut, aber auch zu Leuten, die es einem zurück nicht wirklich gut meinen. Und das ist dir als gutherzige Person in den meisten Fällen egal, bis du dann irgendwann merkst, ah, scheiße, jetzt hat mich die Person ja irgendwo ausgenutzt und links liegen lassen. Bis es an den Punkt kommt und das ist dann immer wieder blöd, ne? Bei Isabel und Marius wurde bisher nichts gefunden, was nicht passt. Vielmehr gibt's jede Menge Gemeinsamkeiten. Und beide haben längst noch nicht genug voneinander. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich hier hinkomme. Ja, das kannst du auch. Nein. Nee, auch bitte. Ja, ich muss leider diese Rechnung jetzt einmal an diesen Tisch stellen. Ich stelle es einfach in die Mitte. Ja.
Um das schon mal vorwegzunehmen, ich würde dich sehr gerne einladen, wenn das für dich in Ordnung ist. Das würde mich sehr freuen, ja? Wir können auch gerne teilen. Also, nein. Also, wenn die das jetzt negativ auftritt, dann können wir teilen, aber ich würde eigentlich gerne übernehmen. Ich finde, das gehört Vielen sich Dank, so. Vielen Dank, sehr ja, gerne. Ja, für ein wichtiges Set, gerne. Ich weiß nicht, aber ich habe in seinen Augen auch schon gesehen, du sagst jetzt nicht nein, ich lade dich ein. Und das fand ich auch wieder sehr... Gut geregelt. Der Bree ist echt, also gut macht er das. Also wirklich, oh, der Junge ist für mich eine absolute... Absolute Green Flag, Leute. Den solltet ihr alle daten. Das ist ein guter Junge. Ich sag's euch, wie es ist. Sehr zuvorkommend, sehr lieb und hat mich sehr gefreut. Bitte. Danke, dass ihr unsere Gäste wart und noch einen Dankeschön schönen Abend. Dankeschön für die Bedienung. Nichts war zu danken. Sehr schön. Danke. Ciao. Danke. Ciao. Ciao. Jetzt macht ihr mir noch einen Gefallen. Stellt euch mal an Rücken an Rücken. Rücken an Rücken. Rücken an Rücken. Okay. Rücken an Rücken. Cool. Ja. Ich würde jetzt gerne wissen, ob es ein Match ist oder nicht. Ihr macht einfach Daumen hoch oder Daumen runter. Ich habe seinen Daumen natürlich leider nicht gesehen, aber ich hoffe mal, er ging nach oben. Dann nehmt bitte noch das Liebeschloss mit. Oh, vielen gut. Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ihr Lieben, macht's gut. Ciao. Tschüss. Roland, einfach Macher. Ihr hattet ja beide die Daumen nach oben, das heißt, es gibt ein zweites Date, oder? Ich denke, man kann sich einfach beim zweiten Treffen mal näher kennenlernen. Wir hatten noch viele Themen, die wir nicht ansprechen konnten. Das hat man bei dem jetzigen Date gemerkt. Und ja, ich bin gespannt und man kann es einfach mal auf sich zukommen lassen. Ja, damit könnte ich ja, also würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und ja, genau, so können wir das sehr gerne handhaben, weil ich glaube, wir haben noch ein paar Dinge, über die wir uns unterhalten könnten. Und gerne. Dann können wir ja schauen, wie sich das entwickelt. Top. Da haben wir wieder mal ein Liebespärchen zur Abwechslung. Gucken wir mal, was daraus geworden ist. Nach dem Date gingen die zwei spazieren und Marius beachte Isabel später zum Bahnhof. Brachte. Sie schreiben ein paar Male hin und her, für Marius passt es aber dann leider doch nicht. Schade Banane, es kann nicht immer alles im Leben so kommen, wie man es will. Das geht halt auch nicht. Ja, Marius ist leider raus, liebe Freunde. So läuft's manchmal. Egal, es ist so. Man findet wieder ein neues Gegenstück zu seinem Topf. Und ihr könnt gerne auch den Deckel auf den Topf machen, indem ihr diesen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert. Denn morgen 14 Uhr kommt hier wieder ein neues Video für euch online. Eventuell First Dates, eventuell Are You The One, eventuell was anderes. Aber jeden Tag 14 Uhr bin ich hier am Start für euch. Wir können zusammen Mittag essen. Würde mich natürlich freuen. Und bis dahin, haut rein, lasst euch gut gehen. Wir hören uns. Ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide.